So, Tim Tangermann schreitet zur Bande. Bayern 04 Leverkusen stößt an gegen den Hamburger Sportverein. Beide Teams auch mit dem Abschluss der Hinrunde. Tangermann übrigens, der erste Auftritt war gestern noch nicht im Turnier. Bei den Leverkusen an. Alles dabei. 2:1 Auftaktsieg gegen Wolfsburg. Dann ein 0-0 gegen Mainz 05. Und dann gab es die 2:3 Niederlage. Da war die Halle richtig emotional. Gegen die Mühlenkreisauswahl. Toller Moment hier gestern. Spätestens da war so dieses Fairway Cup Gefühl auch wieder da. Organisatoren sich ja viele Gedanken gemacht, auch nach der Pause. Wie fangen wir wieder an? Wie wird das auch? Man kann jetzt schon am Sonntagmorgen sagen, die Bedenken waren umsonst. Der Fairway Cup ist da. Mit allem, was ihn ausmacht. Sportverein. Machte vom Kader einen super Eindruck gestern. Jetzt nur in Anführungszeichen 1-1 gegen Schalke 04. 2:3 gegen Arminia Bielefeld verloren. Von Stuttgart trennte man sich dann 2:2. Sind wahnsinnig starke Spieler. Starke Drehung hier von Riedel. Nummer 10 vom HSV. Technisch auch bockstark. Riedel die 10. 19 jetzt. Prince Kasi. Auch mit tollen Ansätzen. Und vor allen Dingen der Kapitän Abdul Karim Koulibaly jetzt am Ball. Gestern sehr präsent, körperlich stark, technisch aber auch eine Menge Finesse drin. Also die Hamburger wirklich. Auffällig. 19. Teilnahme im Fairway Cup. Dreimal im Endspiel gewesen. Zuletzt 2017 den letzten Titelgewinn. Einer von zwei gab es 2014. Das zehnjährige Jubiläum würde man gerne hier verhindern. Wer war bei Leverkusen? Auffällig unter anderem die Nummer 9, Julian Kurowski. Rudiger Stürmer und die 19, Amel Koric. Ja, im anderen Block unterwegs. Das sind definitiv zwei Offensivspieler, die Spaß gemacht haben. Und jetzt die 1:0-Führung. Da muss er selber lachen. Ein bisschen Glück dabei für Alessandro Nikolic. Sehen wir hier nochmal. Schussversuch, Abpraller von der Bande. Den erwischt er den ersten gar nicht richtig. Und im zweiten hat er es dann. Und dann das schelmische Grinsen. Da wusste er, dass er da ein bisschen Massel hatte. 1:0, Alessandro Nikolic. Foulspiel hier an. Yasin Rosani, auch eher auffällig gestern. Tief.
Leverkusen in der Turnierhistorie mit einem Titelgewinn hier beim Fürbeck Cup 2004. Das ist schon aus alten Zeiten. Damals 7:2 gegen Hertha BSC Berlin. Einer der ganz wenigen Endspiele, die Hertha immer verloren hatte. Drei Mann bei Marcel Zim. Wieder Foul an Usani. Tim Tangermann. Premiere für ihn hier. Lewinski im Tor, der Hamburger. Wechselt sich ab mit Noah Ahlers. Langer Ballspiel, Leverkusen gerne. Immer wieder Ball beim Keeper, die schnellen Bälle in die Tiefe. Etwas mehr Struktur bemüht. Oh, jetzt der Ballverlust. Stark geholt nochmal von Arnaud Riedel. Ja, war ein bisschen wenig. Für einen Freistoß. Wir sehen, wie intensiv gearbeitet wird. Ja, Freistoßentscheidung korrekt. Amel Koric hier wieder clever. Und dann gelegt. Ja, das macht Koric gerne. Immer dieses Ball mitnehmen, Ball festhalten, mit allen Wassern gewaschen. Versuch für die Hamburger, Spiel über die Bande. Guter Versuch von Prinz Kasi. Und Fußballfans sind nicht nur erst um 11 Uhr zum Doppelpass wach, sondern auch schon zum Fürbeck Cup. Haben gerade mal gehört, über 200 Leute schon im Stream. Freut uns natürlich sehr. Wir hoffen, das Frühstück schmeckt. Und die Spieler auch. Guter Versuch hier von Bruno Schmidt. Partie nimmt doch mal ein Stück weit Fahrt auf zum Ende. Und jetzt der gute Versuch wieder von Arnaud Riedel. Nächster Abschluss. Tor noch wie vernagelt hier für die Hamburger. Also Hamburg spielt das ganze Turnier schon wesentlich besser, als es die zwei Punkte, die bisher da auf der Habenseite stehen, aussagen. Bin sehr, sehr gespannt auf die K.O.-Spiele mit dem HSV.
könnte durchaus einer der Kandidaten werden, die in der Vorrunde gar nicht so punkten und dann auf einmal durchmarschieren durchs Turnier. Könnte. Nicht drauf festnageln, bitte. Starke Mitnahme, starke Mitnahme! Es sind oft diese kleinen, technisch hochwertigen Momente, die gestern auch so für diese Magie gesorgt haben, die es dann zwischendurch immer mal wieder gab. Gerade die besonderen Aktionen hier im Hallenfußball immer wieder. Bayer schiebt den Keeper Julian Weitz mit hoch. Versuchen da nochmal eine Überzahl auf dem Feld zu schaffen. Gute Minute noch. Leverkusen führt mit 1:0. So, kann Hamburg nochmal antworten. Schuss, Versuch und starke Parade von Julian Weitz. Abschluss von Tyron Fernandes. Da geht's runter. 38 Sekunden noch. Leverkusen am Ball. Nächster Versuch. So, nächster Abschlussversuch. Wieder Amel Koric, gestern schon extrem auffällig. Jetzt lange Bälle, auch beim HSV. Spielen sie selten, natürlich jetzt, wo schnell nach vorne gehen muss, schnell in die Gefahrenzone, nochmal häufiger zum Einsatz. Aber Leverkusen macht das gerade gut. Starke Parade hier nochmal von Finn-Luka Lewinsky. Wieder gut, wieder sehr gut von Koric. Treffer zählt nicht. Freistoß. 4 Sekunden noch. Das wird eng für den HSV. Es riecht nach Sieg für Bayer Leverkusen. Und so ist es auch. Bayer Leverkusen gewinnt mit 1:0 gegen Hamburger Sportverein und bringt sich damit in eine hervorragende Position für die Abschlusstabelle. Wir sind gleich wieder da mit der nächsten Partie.